Michel Houellebecq. Frauenfeind, Islamhasser, Reaktionär. Und ewiger Provokateur. Er hatte viele Feinde. Und jetzt ist er tot. Der Schriftsteller und sein Hund brutal ermordet. Die Leichen in Scheiben zerlegt. Ein Ritualmord, der selbst hartgesottenen Forensikern das Blut in den Adern gefrieren lässt. So passiert in Houellebecqs neuestem Roman. Man meint, das Vergnügen zu spüren, das er beim Schreiben dieser Szene empfunden hat. Oder? Nee, eigentlich nicht. Naja, schon ein bisschen. Die Szene ist ja nicht, also, so richtig lustig. Also, ich fand die Karikatur von mir selbst lustiger. Wenn Sie parlez amusant, amusant, c'était comme la caricature le plus amusant à faire. Nein, ich kann nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat. Non, je peux pas dire que ça m'a amusé. Ah, schön, dieses Eisenbahngeräusch. C'est beau, les bruits ferroviaires. Okay, blöde Frage. Houellebecq spielt im Roman ja auch nur eine Nebenrolle. Eigentlich geht es um Jet. Jet ist Künstler. Er fotografiert Dinge wie Schrauben. Bis er eines Tages eine Entdeckung macht. Die Schönheit von Landkarten. Die Karte, stellt Jet fest, ist viel schöner als das tatsächliche Gebiet. Mit Fotos von Michelin-Karten wird er zum Geheimtipp im Pariser Kunstbetrieb. Den persifliert Houellebecq suffisant. Jedenfalls ist es amüsant zu lesen. Geht so. Ist die Beschreibung etwa realistisch? Ich weiß nicht. Es gibt schon komische Passagen im Buch, aber ich finde die Szene mit den Stars der Fernsehszene viel lustiger als die Szenen aus dem Kunstmilieu. Die sind eigentlich eher realistisch. Das ist also Michel Houellebecq, der in Swingerclubs ein- und ausgeht. Der Autor von Elementarteilchen. Der Schöpfer von Protagonisten wie Bruno, der von Leidenschaft getrieben über 400 Seiten lang an nichts als ans Vögeln denken kann. Der Skandalautor? Vielleicht hat er sich einfach vorgenommen, nicht mehr zu provozieren. Nicht wirklich. Weil man weiß ja nie so genau, was provoziert und was nicht. Karte und Gebiet ist Künstlerbiografie, Thriller und Selbstporträt des Autors. Die Romanhelden leben, altern und sterben einsam. Provozierend ist das nicht. Leider. Den alten Houellebecqschen Furor sucht man vergebens. Aber es ist unterhaltsam. Der Mensch, der Markt, die Dinge verschwinden. Am Ende bleibt nur die Vegetation. Im Tenor melancholisch, im Ton heiter, schreibt Houellebecq über Tod und Vergänglichkeit. Das ist das Problem. Die Leute interessieren sich immer für das Thema. Und das ist total zweitrangig. Es geht um die Beziehungen. Ich glaube, das Wichtige an einem Roman ist das, was sich zwischen den Personen abspielt. Jet, der Künstler, wird am Ende reich und berühmt mit Porträts in Öl. Er malt Escort Girls ebenso wie Jeff Koons und Damien Hirst, Beate Uhse mit ihrer ersten Aktie und den Schriftsteller Michel Houellebecq. Der einzige Mensch, für den er so etwas wie Freundschaft empfindet. Sein Haar war zerzaust und schmutzig, das Gesicht vom Alkohol gerötet. Er stank ein bisschen, aber nicht so stark wie ein Kadaver. Er glich einer alten, kranken Schildkröte. Ist der Wein okay oder total ungenießbar? Nein, nein, der ist gut. Auch ein Stück Salami vielleicht? Nein, danke, ich habe ein Problem mit den Zähnen. Ich kann nichts Hartes essen. Aber danke, sehr aufmerksam. Buchpremiere diese Woche in Berlin. Keine Frage, Houellebecq genießt Kultstatus. Reden ist wohl nicht sein Lieblingssport, aber schreiben kann er. Und einige seiner Gedichte singt er sogar.
de la confiance des ménages sont passés au vert, moi je surnage. Je suis fatigué. Übrigens, der Mord an Welbeck wird im Roman aufgeklärt.